Willkommen zurück hier bei Sven Denkt. Leute, ich wünsche euch einen schönen Samstag auf dem Kanal Sven K. Neues vom besten Deutschland aller Zeiten. Ist soeben ein Video herausgekommen. Familie Scholz, schaut sie euch an. Unfassbar, diese Familie. Der Bruder von Scholz ist ja Chef des Uniklinikums Schleswig-Holstein. Ja? Schaut es euch an. Ich knall es am Ende dieses Videos hier nochmal mit rein. Und lasst ein Abo auch auf Sven K. Dann ihr wisst ja nicht, was das Netzwerkdurchsetzungsgesetz so noch macht. Da bin ich vielleicht weg. Und dann habt ihr Pech. Wegen einmal abonnieren und Glocke anschalten. Nicht getan. Ja? Kommen wir mal jetzt zu unseren Gerichten. Gestern hatte ich ja ein Video herausgebracht, da ging es um die Vergewaltigung einer 15-Jährigen. Ganz Deutschland regt sich jetzt auf. Natürlich gibt es auch in diesem Paragraphen 177 StGB den Absatz 6, Vergewaltigung im minderschweren Fall. Für mich ist das absoluter Unsinn. Ja? Vergewaltigung ist Vergewaltigung, Punkt. Ansonsten müsste man einen anderen Paragraphen schaffen, ja? Der diesen minderschweren Fall dann abdeckt. Mal drüber nachdenken im Bundestag und im Bundesrat. Vergewaltigung bleibt Vergewaltigung und sollte mit Haftstrafe belegt sein. Fertig. Punkt. So, apropos Gerichte. Ihr kennt doch alle Dr. Fichtner. Ja? Er wurde aus dem Landtag rausgeschmissen, Heinrich Fichtner. Und er ist wegen dutzender Straftaten, unter anderem Beleidigung, Hausfriedensbruch und so weiter, jetzt verurteilt worden. Keine Gnade für Pöbelpolitiker. Unfassbar. Was dort Dr. Fichtner dort sagt, das Urteil stand von Beginn an fest. Die Richterin tut das, was man von ihr erwartet. Die Gewaltenteilung zwischen Regierung und Justiz ist kaum noch vorhanden. Da gebe ich ihm mal recht, diesem Dr. Fichtner. Er ist von Beruf Onkologe und ja, Prozessauftakt war im November. Jetzt wurde er verurteilt, haltet euch fest, wegen dieser Beleidigung, Hausfriedensbruch und so weiter, zu 72.750 Euro, 485 Tagessätze. Es ist unfassbar. Ja, dieser Pöbel-Link, ja, schreiben die natürlich. Jetzt zeige ich euch mal, was das Gericht so, ja, für heroische Leistungen vollbracht hat in der letzten Zeit. Gericht verhängt Bewährungsstrafe nach tödlichem Raserunfall, ja. Mit bis zu 310 Kilometern pro Stunde rasen zwei junge Männer über eine Autobahn. Für einen von ihnen endet das tödlich. Der Fahrer selbst kommt vor Gericht glimpflich davon. Bewährung. Weiter geht's. Hessen. 7 Monate Bewährungsstrafe wegen IS-Propaganda. Weiter geht's. So, hier. Ex-Bürgermeister von Zwiesel auf Bewährungsstrafe verurteilt. Das Amtsgericht Landshut hat den Ex-Bürgermeister von Zwiesel, Franz Xaver Steiniger, wegen Bankrotts und Betrugs zu einer Bewährungsstrafe von 1 Jahr und 2 Monaten verurteilt. Vom Vorwurf der Vorteilsnahme wurde er freigesprochen. So, Ex-Bürgermeister wegen Bankrotts in 32 Fällen sowie Betrugs. Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 2 Monaten verurteilt. Auf Bewährung ausgesetzt. Ja, manche sind halt gleicher. Bewährungsstrafe für Saarpriester wegen sexueller Nötigung. Ja, Richter, Aussage des Betroffenen in jeder Hinsicht überzeugend. Ja, die Aussage des Betroffenen und Nebenklägers war laut dem Richter in jeder Hinsicht überzeugend. Das Landgericht Saarbrücken hat einen wegen sexueller Nötigung angeklagten Priester zu 1 Jahr und 8 Monaten auf Bewährung verurteilt. Knall ich euch alles in die Quellenangaben. Weiter geht's. Bewährungsstrafe für Ex-Linksextremisten. Wegen einer Beteiligung an einem Überfall auf einen Rechtsextremen in Eisenach ist ein Mann zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Ja,
Sie haben diesen Rechtsextrem ausgespäht, ja, und dann haben sie ihn mit 8 Mann überfallen. Ja. Der Vorsitzende Richter Wolfgang Feld-Gerdes sprach am Montag in der Urteilsbegründung von einer Bestrafungsaktion, zu der der Angeklagte einen erheblichen Beitrag geleistet habe. Ja, die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 10 Monaten ausgesetzt, zur Bewährung gefordert. Die Staatsanwaltschaft hat das gefordert. Ein Überfall, ja? Bandenkriminalität könnte man das nennen. Die Verteidigung plädierte natürlich auf Geldstrafe. Das muss man sich alles mal so reinziehen, ja? Messerstecher aus Kappeln erhält Bewährungsstrafe. Messerstecher, Leute. So. Fall aus dem Rems-Murr-Kreis. Bewährungsstrafe für Missbrauch der eigenen Tochter. Ein 60-Jähriger hatte sich vor rund 15 Jahren mehrmals an dem Mädchen vergangen, nachdem er es vom Kindergarten abgeholt hatte. Nun sprach das Landgericht ein Urteil. Ja, Bewährungsstrafe. Und Dr. Fichtner bekommt für Beleidigung und Hausfriedensbruch 72.000 Euro Geldstrafe. Leute, irgendwas haut doch hier nicht hin. Stimmt ihr mir dazu? Schreibt es mal in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, teilt es bitte. Nicht nur immer klötzen und weiter zetten. Das könnt ihr im Fernsehen machen. Irgendwas muss sich ja hier mal bald ändern. Ja, es ist kein Autounfall. Also habt einen schönen Samstag. Distrikt. Bis deine Antenne.